Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen ein Video von Sutter Hugo rein. Zwischen uns knistert's. Und ich würde sagen, mach mal einfach mal, oder? Muschelsuppe machen, ey. Die werde ich essen. Die werde ich essen mit richtig viel Hass. Ihr habt Krabbenkrebse, Shrimps. Ihr habt... Ey, kennt ihr diese Fliegen, die die ganze Zeit nur durch die Raummitte fliegen und immer wieder an... Ey, das ist so nervig. Ich hatte das letztes Mal auch. Also, ist zum Glück nur selten, aber es kommt bei mir auch manchmal vor. Das ist so wirklich übernervig. Einem ins Gesicht fliegen und dann landen wollen? Wollen die sterben oder was? Was ist denn mit den Straßenfliegen? Warum? Was macht es das? Wie dumm ist die denn? Digga, ich habe jetzt eine Fliege auf dem Bildschirm. Alter, warte mal. Die arme Fliege. Ja, ich hau da einen über den Döser und schmeiße die in mein Aquarium. Meine Hechte freuen sich, Digga. Ja. Wo ist denn die Fliege, Alter? Ah, ja. Tja, wenn eine Fliege mir auf den Sack geht, dann kriegt sie einen über den Dötz und dann freuen sich die Hechte. Der Kollege. Der Alter, einfach Exempel statuiert. Die anderen Fliegen werden sie nicht mehr der trauen. Der hat's Hölle gemacht, aber am Ende bin ich der Sieger. Am Ende der Jagd! Ah, bitte, habt ihr gesehen? Da, da, da! Also, das sind so nervig, die Viecher, ne? Also einzig jucken die mich nicht, aber während dem Stream stört schon. Ich bin eins mit der Natur. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Guten Morgen. Wenn du den Blick nach unten hattest, dreh den Blick wieder nach vorn. Die Arme, Alter. Sieht ja richtig fertig aus. Wenn du den Blick nach unten hattest, dreh den Blick. Die Arme. Ist es editiert oder ist es einfach real so gewesen? Wieder nach vorn. Also nur testen wir jetzt gleich TikTok-Gadgets, Freunde. Also heute ist es hier ein Reef-TV-Stream, Bro. Kein Gameplay, nur just Chatting und dann auch ein Video für YouTube aufnehmen, Bruder. Nee, Kevin, das ist einfach ein Kevin-Stream. Du schiebst es immer auf mich, aber du klaust meinen Partnerschub, klaust meine Formate. Soll ich mal ganz kurz einen Kevin-Stream machen? Okay, Chat, ist jetzt giga-cringe. Okay, giga-cringe, Chat, bitte. Shut up, Chat, ich muss ganz kurz machen. Bilbo ist fürs Thumbnail. Oh, shut up, Chat, halt's Maul, ich muss das machen. Einzig, was jetzt noch... Ist es echt so? Ich habe bei Papa Platte, glaube ich, selten reingeschaut. Die letzte Zeit, und wenn, dann war es im Gameplay. Hier ist, dass ich onstream schlafe, meine Cam nicht geht und Seife rechts unten läuft. Ich muss gerade im Schlaf ziehen. Ich habe noch nie Kugel gezogen. Es ist wieder soweit. Er hat eine neue Frau, die er versucht, auf eine ganz seltsame Art und Weise rumzukriegen. Man denkt, Stegi ist so ein Unschuldiger. Ja, finde ich auch. Stegi, es ist okay. Du likest seit 2017 auf Twitter. Also ich glaube, niemand dachte von dir, dass du der komplett Brave bist. Okay, das ist so ein Multiplayer-Game. Let's go, ich schick dir das einfach mal. Wieso hast du gamed auf deiner For you. Vielleicht, weil ich die letzten Tage und Wochen halt mich mit dem Thema beschäftigt habe. Das ist so wie bei dir. Algorithmus merkt sich die Sachen, die du anguckst und dann kriegst du die auf die For You. Oh mein Gott, es bringt gar nichts mehr. Alter, TikTok ist auch so eine ganz wilde Plattform, ne? Also, was da für Content gedroppt wird und das einfach normal ist. Oh mein Gott. Digga, was ist das? Ich habe es geklickt. Das ist alles kaputt. Es wird immer Digga, schlimmer. Geht es Stegi gut? Grünes Herz. Erster. Grünes Herz. Die Lara. Grünes Herz. Stream. Jedes Mal, wenn ich in Stegi-Stream reingehe, höre ich dieses Die Lara-Lied. Ey, guck mal, die Lara streamt. Wenn wir hier vorne schreiben. Egal, in welchem Stream. So, sie war das. Ich habe mich schon gefragt. Kam mir bekannt vor. Es hieß irgendwie... Sie war mal in irgendeinem anderen Sutter Hugo Video, glaube ich, drin, wo irgendjemand auf sie gestanden hat oder zumindest angezogen war. Ich denke, jeder reactet darauf 100 Mal! Es muss doch so langsam aufhören! Er holte mich an Hugo. Ich weiß nicht, was... Ja, also es ist zum Glück an mir vorbeigegangen. Ich glaube, es ist schon stressig, wenn sich hier alles so drüber aufregen. One thing about me, fuck ein Auto seit 4 Jahren. Aber wenn ich eines kann, dann euch beide schippen, ja. Die Lara, jetzt schon mehr Viewer. Bro, trinkt sie aus einem toten Kopf? Jemand hat gerade geschrieben, du bist die größte deutsche Streamerin nach Reveed. Hast du irgendwann nochmal Haare... Ist das so? Ist ja übel Bild, Alter. Grün machen. Ich glaube, nach den aktuellen Verläufen... Sie ist doch, war sie vorher schon auf Twitch unterwegs oder ist sie erst nach TikTok dann auf Twitch? Das ist krass, ne? Dass man mit TikTok... Also, ich gehe mal davon aus, dass sie erstmal auf TikTok bekannt geworden ist. Dass man dann so schnell auf Twitch durchstarten kann. Tja, ich habe schon mal TikTok probiert. Für mich ist es nichts. Wir dürfen hier auf Twitch, habe ich ein bisschen Angst vor Stegi dann. Vielleicht irgendwann mal wieder, aber erstmal nicht. Hallo! Ich bin's, die Lara. Also Stegi hat halt keinen Content heute, außer als auf die Lara zu reacten.
My name, don't call my name. Ich muss Stegi helfen mit Dilara. Wir müssen Stegi machen lassen. Der Mann ist das sein Main-Content oder was? Ist alt genug. Haben wir das Gefühl, dass er alt genug ist? Nein. Aber jetzt ist es, glaube ich, wieder weg. Das knistern, glaube ich. Klingt es jetzt besser? Nee, noch nicht viel besser. Bei mir wird nur immer geschrieben, zwischen uns knistert. Das verstehe ich nicht. Also was da knistert hat. Also ich knister, mein Mikrofon knistert nicht, oder? Nee. Ich habe mich um was gekümmert, ne? Aber behalte es in Ehren, okay? Schau mal. Oh, eine Blume. Danke dir. Was auch, was ich jetzt mache? Ich bin der Meister. Dann würde ich sagen, ich baue mein Bett einfach mal hier hin. Und dann kannst du dein Bett hinbauen, wo du möchtest. Oh, nein, jetzt steht das blöd. Ja, egal. Egal. Wenn du das kaputt machst, dann hast du es trotzdem, oder? Ja, genau. Du kannst es sozusagen abbauen und dann noch. Sie gönnt sich einfach instant Twitch-Fame. Auf geht's. Platzieren, richtig. Einfach mit der Hand auf. Willst du noch umbauen oder nicht? Nö. Okay. Was machen wir jetzt? Nein. Aber es ist Nacht, Zeit schlafen zu gehen. Dann sollten wir schnell hochgehen, ja. Hast du es umgebaut? Nö. Noch den ganzen Müll an, sag ich dir. Wie in deinem Streamingzimmer. Das ist jetzt meine Bude. Nach Shots fired. 100 Tagen Open-End-Stream. Wenn es eine gibt, die ich gerade daten würde, so für einen Influencer, dann habe ich auch gedacht, wer ist die Lara, Bruder? Was? What? Digga, was? Hä? Warum jeder? Also, krass, dass die Leute alle so gehypt sind. Oh mein Gott. Ich, das darfst du nicht sehen. Ich bin reich. Wer ist das? Oh. Wer ist das? Oh. Chef Strobel. Jawoll. Ich bin Strobel! Yeah! Ohne Witz, das ist bisher der schönste Affe, den ich je gesehen habe. Noch vor Chef Strobel. Ich möchte jetzt hier... Ey, ich will Affen gar nicht, ne? Wirklich, also, ich sehe vielleicht cute aus, aber die sind, glaube ich, immer fett aggro. Alle Leute und für alle Viewer von satter, hungriger Hugo einmal prädestiniert sagen, als gesammelte Vereinigung der Streamer, keine Clips mehr von Chef Strobel in diesen Videos sehen. Chef Strobel Compilation einfach, was passiert hier? Warum ist er so relevant auf einmal? Nur weil er ein bisschen reimt oder was? Nur weil er sagt... Ja, ich weiß nicht, Chef Strobel ist auch schon manchmal echt belastend in diesen Compilations. Mausmaus Klaus, das ist alles, um in satter Hugo Videos zu kommen. Wenn du in so einem satter Hugo Video drin vorkommst, das ist ja für die Social Media Streamer, das ist dann immer wie Champions League. Oder wie eine Nominierung von Nationalspielern. Satta Hugo ist der Bundestrainer und wenn ein Video ist, ist Länderspiel und dann werden die Leute nominiert fürs Länderspiel. So ist das vergleichbar. Ich hab's geschafft, Digga. Ich bin in einem Satta Hugo Thumbnail, Digga. Werde ich jemals im Satta Hugo Video landen? I doubt it. Sad. Go. Ihr werdet es nicht glauben, ich bin nach 4 Jahren Streaming das allererste Mal in einem Satta Hugo Video. Guckt es euch an, ich konnte selber nicht fassen. Da stehe ich, Leute. Ich stehe da. Digga, was? Ich hab's geschafft, Chat. Da darfst du nicht anrufen und sagen, ich bin witzig, nehme ich mal ins Video mit rein. Ich würde gerne ins Hungriger Hugo-Video kommen. Nerv nicht! Die fliegt irgendwie immer irgendwo hin und dann streamt die da so IRL mit so 4-5 Leuten. Das ist eigentlich immer voll cool. Aber diesmal war es halt nicht so cool, weil Chef Strobel dabei war. Umsatz 2011, 17.800 Euro Jahresumsatz. Keine 2000 Euro. Es gibt, glaube ich, in Deutschland niemanden, der weniger macht. Naja, einen gibt es dann noch. Ja, der Chat weiß es. 700 Leute spammen Chef Strobel rein. Chef Strobel geschätztes Einkommen letzte 7 Tage. 51 Euro. Der Arme, irgendwie tut er mir jetzt wieder leid. Das Ding ist, wenn ich seine Clips sehe, habe ich gar keinen Bock mehr. Aber wenn über ihn so geredet wird, dann habe ich Mitleid mit ihm. Ich habe es tatsächlich in die Insta-Story von Rosin geschafft. Was ist das mit Frank Rosin, Digga? Warum reactet da momentan jeder drauf? Ich habe das nicht mitbekommen, weil es Content ist. Ja, achso, okay. Ist was Gesundes. Ein Tata, ein Tata, ein Tata, Tata. Sehr gut. Ja? Sehr gut. Fanbauen Sie. Mach jetzt. Hops. Das ist aber echt ein random Trend, dass da jetzt so viele drauf reacten. Ein bisschen. Ja. Das ist geil. Was sieht der mit Base? Freunde, es ist der Wahnsinn. Wir haben ihn hier, den einzig wahren. Was machst du hier? Was machen Sie hier? Ja, du kannst darf ich dich du Ach, wo ist nicht Sie? Ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommen hast, dass Frank Rosin auf Twitch sehr groß ist einfach momentan. Ich wusste, dass da was geht bei Twitch und so. Digga, filmt Rumatra oder warum shaked es? Wer ist denn da so aufgeregt, dass da jetzt Frank Rosin ist? Wer filmt? Was ist denn das denn so? Ich baue mir jetzt Equipment. Wir gehen
Auf Twitch live? Oh, okay. Der war in seinem Twitch-Chat sogar. Ja, Bro. Also, ich schwöre, wenn es so weitergeht, hast du bald auch noch Merkel in deinem Twitch-Chat. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Ich hab gehört, ihr wollt euch treffen. Ey, der folgt mir nicht mal auf Instagram. Der folgt Zabex auf Instagram, aber mir nicht. Das ist so random. Oh. Nee, er folgt mir immer noch nicht. Ich dachte, seine Followeranzahl ist um einen gestiegen, aber es bin ich. Hä, ich dachte, dass er ihm als erstes folgen würde. Ich dem jetzt folgt. Alter, du checkst täglich seine Follower? Ich check täglich. Digga, du bist so Psycho. Du brauchst Hilfe. Das ist ein Step in die richtige Richtung. Genau. Danke, Rosin. Das Lob der Stimme. Du bist so Psycho. Einzeln, Jim, ich ganz schön needy an der Stelle. Ich kann jetzt anzünden sollen. Ich zünd jetzt die Fackel. Oh mein Gott! Das Ding wäre fast over gewesen. Wenn das Ding einmal brennt, war es das mit der Win Challenge. Alter, überhaupt nichts macht es, eine Wohnung anzumachen. Es war ein richtig unterhaltsames, gutes Video. Also hat mich persönlich schon das ein oder andere Mal gut zum Lachen gebracht. Lasst Satan Hugo gerne kostenlosen Sub auf YouTube da. Lasst mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Würde mich sehr freuen.